Mein Name ist Jerry T. Wir sind neu auf der Battle League. Battle League. Bevor wir den Match anfangen, der neue Match ist ein extra Match. Heute geht es für den nächsten Champion aus der Battle League. Das ist Maximum Respekt, auch von dir eben mehr Gerhut, von den Kollegen. Was hier auf der Bühne ist, das bleibt da drinnen. Und der Ball ist das normale Leben. Heute nicht alles echt, hier ist Battlesport. Du wenn es von Stiftzeit all respektiert, Schiederin, alle zwei feiert die Battle. Ich meine, die neue Battle, die wird heuer letztes viel Schlagzeug besuchen. Und ich wünsche dir wirklich viel Spaß beim Titelmatch. Battle! Ich will mich da kurz absuchen. Es sind zu Menge Leute, die zu den Leuten sehen. Ich weiß nicht drauf, wenn die anderen ab. Von den anderen ab, wenn es nicht geht, wenn sie traurig sind. Wenn wir das heute einen proper Auflieb. Wenn ich weiß, wenn nicht gegen seid, ich wenn wir einen proper Battle, wo wirklich nicht mehr ein Punchlines entschieden. Titelmatch auf der Battle! MC hat mich links präsentiert, Schwanz. Ich muss mich präsentieren. Bandana! T-Way, der kann mich und ich hoffe, du kannst nicht mehr schlechte fette Witze, weil das geht relativ langweilig. Nein, egal. T-Way, echten Tür, T-Way! Ja, sind auch ready? Bandana, du hast dich ausgesquart, weil heute bist du vom Herz zerfetzt. Ey, du fühlst dich wie am Internet, weil die große Masse mich nächstes Mal der Gag. Guck auf YouTube, go wird für dich. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Also nicht, dass es nicht stimmt. So schneide ich deinen Daumen hoch. Aber wenn du Masse weiß, klickst, meinst du, dass du Lucaria gemacht hast? Mir bedankt, Hitler war stolz, ob all Jut denen vergast wird. Den als Wortspiel getarnten Spitz sind ja nicht wie Zweckräumer. Du warst ein schlecht fahrig Bandkopier, so wie du zu rappen hast, recht einfach. So, du bist eine Bandana gemacht. Check. Oh fuck, war das der Teichter, Mann. Mein Besi muskuliert, also behaupt nicht, ich hatte auf meinem Körper Zellulit. Der Bandana hält sich für schlau. Das beweist er, dass ich im Kopf in der Körper Zellulit. Ich nicht gern groß nüsser Mund wie ein K-Wischelchen. Hab nicht nur mein Dad. Ich lusche so gut singen im Kopf Eschele. Ey, ich komme bei der Schem, lehn den Mann direkt auf Fensterbank. Knuppen hat, also sind nicht die Worte gegen Fensterbank. hat ihr rot gefärbte Löpsen, Fangerin und Save a Nail. Stich in mein Föser sing Fotz, also sind nicht die Worte mit den Save a Nail. Und der Bandana erinnert sich vom Weed-Programm Artikt, aber seinen Text am Mieg, den noch eh scheißt auf sein Grammatik. Oh mein Gott, boah, Degel, lass. Wann ich glaub, loset Sinn, weil mit so einem Scheiß bist du sicher niemals Moneyboy. Du bist Hip-Hop lächerlich. Hey, Lützburg, ich hab eine Version von Moneyboy. Und dann lobe mal von Geld zu schwatzen. Du Pisser musst da etwas verhalen. Ja, Sache wie Leicht, eher Respekt, das musst du da verdienen, weil das kannst du nicht kaufen. Und du bist sicher kein Player, also erzähl hat keinen Spaß. Die Dietrich kann ja wohl Frauen aufpicken, als ob sie im Touchscreen. Und dann, du bubst kein Schicksal, weil du hast vielleicht Fame, mir nicht geil. Ey, und im Sexleben herrscht mir Stau wie ein Zeissinger Kreis. Den Tag über warst du sozial engagiert. Und nun bist du zum Gangster, Megastar. In der Tisch nur Mitte spielte Sims, und nun spielte GTA. Du bist ein riesengroßer Nego, mir wirst nicht weit, lieber Lursch. Du siehst ein Track Squad, hat ganz Lützburg gefickt. Mit mir hundert Gründe nicht gespürt, ne? Aber wenn du noch nie Aufmerksamkeit kriegst, würdest du gerne Gangster sein. Du am seelisch gestalt. Und dein Papa hat das Familienfried verlost und den Mamleber nur den Haustier geguckt. Ah, ja, fuck, bei der Bitch hast du beteste Fall. Drei Husky nicht, den Mom, ne? Hast du recherchiert und zerstöre mich, wie just dein Image. Du fühlst dich wie ein Mottiskur, weil ich weiß da ein Limit.
Hallo. Hallo, bring den Wurzspieler ohne Gegnerbezug. Du kannst Geschichten erzählen, mehr springen Punchlines, die konfrontieren dich mit dem richtigen Leben. Time. Time, was kommt für den T-Way? Echte Tour Bandana! Check, ich präsentiere den Süden, den Terry präsentiert DK, der den sich für den Tom präsentiert, das ein Scheuer an DK. Hi! Hexenspanischen Schuderien sind ein Bauer, den Thomas der größte Bauer, nennt den Tom Seier, mit seinen fetten Titel produziert den Möllisch, leider ist er der Möllisch vom Tom Seier. Mein Vorstil, wer nennt sich die Beach T-Way? Du produzierst so viel Möllisch, nenn dich doch Milky Way. Für meine Infos sind nicht Zeit verloren, was ein Lieder checken. Nur 20 Sekunden sind ich an den Merkur geklommen und in die Waffe, weil mein Wischer waschen. Und nur mal Geduld, zum Glück sind wir nicht in Indien. Du wärst verboten, ein kurzer Iva rennen. Aber der Battle fast gelöst war und nicht mal gedürt. Okay, checken wir mal sein Stammbaum. Den Tom, sein Pop, sein Mom, okay. Und an deiner Familie geht vor in ein Bayer-Panz. Und du Boss war nicht bestürzt, mit du hast ein schwerer Mom. Alter, ruft den eklig Mama Big Cheese. Hat dort Elefantentiteln, dann nur der Jobs gemeinsam, weil du es Elefantitis. Und am 2 gegen 2 Battle bei dem T-Way sing Mom durch ein Possession am typischen Mindstein. Krank dat, mir wird den Tom nicht wissen, dass das ich auch schon ein Sänger Mom war. Oh, bitte, Mann. Ja, guck dir schon, wenn du da die Waptie kriegst, mit deinem Elefant gewischt. Ich ging den am Zocki Botox, mir ich spritze in ihm an Gesicht. Ratte! Und ich und mein Trainer für ein Boxmatch geht der Vater gefroht. Aber weil ich so gewischt, da schätze mich zu nicht mein Nummer Agin. Du geht dir den Zitat, den ich zwar nie sind für mich Agin. Mehr lo versteh nicht. Leben aus den Huelen Agin, ich huelen den Mann Agin. Zweite Tour, T-Way. Ey, ich fick im Ding Mom sexy am Negligé. Du hast ein Holle Front Fouquet, ich meng den Typ mit BAC. So, wir lumen eine kleine Geschichte von Bandana. Ding Mom war Mutter schwanger. An einem Ultraschall von Dr. K. Penis gesehen. Und so den Älteren, ha, kein Problem. Komm mal an das kleine Mädchen nach Kim. Das ist ja riecht zu Mumm, ne? Das kann nicht gleich dafür. Also, Kimi Blimi, ja? Hey, Kimi! Hey! Was ist das? Ey, du Bitch, gehst gemobbt, gleich kriegst du keinen Luft, du warst so ein Pussy. Oh, fuck, da riecht schon noch fort. Kimi, den Punch an Zuki Gegner, ja, weil du nicht am Mann war, Thema Leben. Kimi, den Punch an. Kimi, den Punch an Zuki Gegner, bezug an den Spitzi Lascherlösch. Du warst ein riesengroßer Arsch, dann ist doch Kim. Kedaschian. Ey, ich bringe dich schon drin, du musst dich zum Rapper vom Lützeburschen Hip-Hop gehen und mach du nicht auf Diktator. Bei Kiff und Rap Skills zum kleinen Kim Jong Il. Oh. Und du willst auch gerne Champion gehen? Kim, please! Ich bin den Eminem um Kim gefroht, die Meinung war, Bitch, bleed! Oh. Und du gehst sogar Edeka, ne? Edeka, ja, ne? Ich stell dafür, der zukünftige Patron, seit der Clip von der dummen Arsch, da gehört dich raus und du singst, Squatten am Showmarsch! Squat! Squatten am Showmarsch! Squat! Squat! Mir ist immer sicher, es gibt just E-Beruf, den die Klon von Kim kann. Ja, das ist schon McDonald-Putzen, Mom Drake, Hotline Bling Dance! Du prima Ballerina, das mal diese Bars zum Champ heute zerstört. Den Wurzspieler gibt vielleicht Ivan Feier Acke, mir hat nicht dein Tax nicht kariert. Bars, ein Beispiel aus Squad, Zitat. Du kriegst den Case, Miki Kiribati.
Ey, dat Wortspiel, dat war ganz, ganz mies. Ey, mir dat konne ich auch, guck dem Case Cup sei gesiegt, La Vache qui rit. Du Transvestit. Und dann siehst du auch noch, ich schu mei Pals, weil ein Eskimo. Nimm mir okay. Du sind nicht mal sicher, du Sprenz. Mir meint nicht, ich sag, nee, er meint Pals an der Arsch fuhr und hat den Ärmel zwischen den Zähnen. Und dann müsst du auch noch gemeint, du verdienst Grosch in aller Klitschko. Denke, haben sie so breit wie ein Scheibchen Sushi. Ne, halt ich ruhig wie der Klitschko, hat gewonnen ist eine Runde, nämlich Tyson Fury. Weil guck ich, wissen das ja, wenn ich kille mal Bass, den Klicker minge Fische wollt, doch spiele schon mal, mit diesen Bitches kein Stars. Wat? Nenn dich Young Mafia. Ey, da das richtig banal, mit Young Postel, man so kann eine Reihe, geh da ne Dahl. Und ganz egal, ob RTL oder Essential, und ganz egal, ob RTL oder Essential Sympathie, hatte sie für dich nicht überrasch. Und die Leute lachen nicht, macht ja Kimi, nee. Sie lachen nie über dich. Du musst dein paar Augen sehen, du bist nicht richtig belegt. An der Sonnenbrille weiß, dass du die Woche nicht durch die Filter verdrehst. Jalousie! Time out Comedy für den T-Way! Zweiten Tour, Bandana! Billy! Ich bitte den Ding, Mama, ficken die. Snitch. Nee, ich bet den Ding Mama fick in die Snitch. Nee, ich verblockt. Scheiße, Mann, egal. Nee, Mann, das ist egal. Okay, ne T-Way, me Subway, misst du dich mit dem ganzen Fett nennen? Nach Neischkinding Freundin, me so gut du hast me Fett nennen. Hallo zu deiner Freundin. Hinaus an einer Beziehung mit Lin Ludwig. Mir wirklich geht verarscht, Ludwig, dich. Ich fick genau so krass, hat krieg Bauchmuskeln. Und ich möchte krieg Ludwig, dich. Den Dach braucht Sonne, nur ich brauch den Mond. Mir für dich muss ich jetzt gesehen, als kein Ludwig, dich. Aber dran, ne? A vier um Bette lasst die Fette mit der Jury und da geht den Tom sacken. Während dem geht Lin hin frieren. Mir nicht nehmen du, wenn ich muss sehen, ob sie Lin aufpassen. An den Tom schreibt seine Freundin, Schatz, hat gezeigt, dass ich leere ging. Nur dem Schulen, ich hat am Doggy rappen, hat und den Hoher und holen zwar kein Koks, mir ich zeige Lin. Ja, Schule Lin. Ja, Schule Lin. Ich schu mam Lin 6. Wer Lin? Und du hältst Lin. Wer Lin? Lin 6. Digga, Respekt, Alter. Los, ja, dem Tom sei Pop rief aus dem Gang. Tom, was möchtest du? Ich mache meine Hausaufgaben an den Schreiben. An den Freundin? Ich sing mein Bandana an den Schreiben noch. Boom, mein Name! Hat gefallen, doch. Oh. Das stimmt nicht. Marlin! Marlin, meine Ding Marlin! Das ist die Freundin, ein Püder, ist das Klo, wie Kristallin! Aber du weiter liebst, das lebt mal, du Kristallin! Check mein Goldketten, Ding aus Holz wetten, du für mich zu Trollchatten, hörst Geschwanze, was Schwanz, für Kloschatten mod stolz lecken. Lin werde schon ein Pro-Datschen, mod voll Action und Wolldecken, und da ging ich ihm die Kurve, wie Mom dem Rotkäppchen. Ich werde all tief hecken, als ich den Decken, dann den Glatzkopf, den Shaolin. Aber wenn ich mit deiner Freundin fertig sind, dann hörst du Shaolin! Ey, ich bin in meinem Leben noch nie so einen Spaß gesehen, ich ficke dich halt hart. Und das auch nicht Wasser, Lin. Ey, du schwarz ja gern von Geld, ne? Also ich so Sachen wie, um mein Kipper können kein Fake drun. Ey, mir Kinder denken, leider schwarz, und da gibt's den so ein, wer war der da so ein Fake und.
warst falsch wie die Waffen an deinem Clip. Und als Gangster leid auf der Police so der ganzen Hass. Aber dann hast du dich selber an deinem Halt, weil genau die Leute haben dich bekannt gemacht. Ich meine, du siehst es ja selber, du spielst ja seine Rolle. Und du willst Boss, du kein Mann. Ich kauf dir mal ein Glas im Stil. Dann hast du doch kein Magnum an der Hand. Mir kommt nur mal etwas seriös. Betrüsch mal Amerika. Du gehst nicht Platz sein, Creeps, jetzt herrscht der Krieg zwischen Banden. Scheißereien, all da, und Menschen sterben, du Hannen. Heute zuletzt schon mal das nicht. Halleluja, so kann ich nicht genießen. Aber du spielst ja gerne auf Gangster. Gibst du es wirklich cool von, wenn andere Leute den Kollegen noch schießen? Hä? Hornox wusste Boss. Nee, okay. Ich noch schon auf Gangster gespielt, dann auf Hart gemacht. Bei ich dran guckte, dann habe ich einen falschen Klag gehabt. Mir ahnen, du warst von, wenn das überhaupt der Kavalkade. Aber du warst ja mega rau. Und lange nicht mit von allen Beudinger Kollegen. Und der Teute weiß, das war für eine riesige Kollaps, du Boss. Er geht um den Webster sein Mädchen. Real Talk, passt noch ganz gut auf. Nee, ich muss den geschwört. Nee, hier sieht man, dass du gelungen hast. Also, sehr flott. Okay. Du Webster ist ein guter Pop, da war mit seinem Mädchen in der Weh. Er ist spät, die sind in der Buskolle, da war er nun weh für ihn. Der Bandana aus dem Gang sitzt an der Kirche, sie und du squattiert. Und du Missgeburt hast du Webster, weil dein Schmache kommt express provoziert. Putain, weil jemand hat sein Konto bei. Meinst du wirklich selbst mächtig krass? Das beweist, dass alles just ab ist. Und zwar, dass du menschliche Rundfee bist. Erzähl das mit deiner Mom. Es ist immer sicher, dass die Frau kreischt und nicht lacht. Sie schmeißt, ob du drin sitzt, also spricht. Was hat mein Junge zum Deibel gemacht? Schumm dich, du fährst dann Schnitz verdient, bis dein Fress ganz Blut. Was hat bei deiner Singerfamilie brüscht? Ganz genau, ich lasse den Ruf. Es ist Zeug von einem Mottentat, ich kille gerade die Wichser. Und wo auf Facebook-Foto hast, Mott legt den Bandana-Filter. Und dann halb vergänglich, mir als Handlungen wert kein vergessen, also Anna da Leben, weil was willst du sonst eigentlich Dinge Nankel erzählen? Die Victor geht du mich, weil du kein Rapper, mir ein Image-Boss. Du willst Gangster sehen zu Lützburg. Da gibt lieber Politiker. Ich schon die Bandana an der Hand, das gelaufen für den Schmuck. Visual Polster, ich muss mal Bandana den Nase aufgeputzt. Oh. Time, mein Comedy für den T-Way! Dritte Tour Bandana! Oh, legal, ich fuhr an der Mercedes. Ich melde mich vor, wenn man mal am Webster Oh, Wenn du dann meinst, ich werde dann nicht mehr machen. Ich habe keine Angst zu suchen, dass ich ein Problem dann Webster komme, sind du. Das ist kein Pussy, aber das ist wohl, ich werde nicht mehr. Ich suche nicht mehr für den Grund. Ja, also. Ja, okay, easy. Bei mir geht Link Fisch. Das Einzige, was bei dem Zusammenhang mit Fisch das, dann das Ding Fisch dir. Und nur dem so heute Trappe raufkommt, was Ding Fisch dir. Ja, fisch dir, wir schon der Raum. Aber du nicht zum Handy gucken. Ja, easy. Wir schon der Raum Lokonta gemacht, du hast schon für einen Zweck zu. Ich kann nicht. Egal. Oh Mann, der Frauen. Okay. Durch mein Gold kriegt haut den Thron mein Licht. Und durch mein Gewicht kriegt haut den Thron mein Licht. Alle, check mal. Mein Schwule Peter, wo ist du Sex? An den Freundin hast du kein Dinosaurier, mit dat ich werde so, wenn ich an Kummer komme, hast du Rex. Der Peter kreuzt sich mit Tom am Eck, dafür hieß ein Album Tom Mac. An der Tasche und ich Cash, an der Küche und ich Cash. Du bist auch kein Baum am Hirsch, mir hast viel Cash drin. Die Bauerschaft Mathe studiert Mathe und hält sich für die Besten. Ich bringe den Mathe vor Wim, du musst du nicht gerechnet. Was hast du im Bild, weil da genau geschieht? Shit, ich hab mein Gang, wir waren am Lean. Gang bang, wir haben uns gefickt, all eng. Komm, du mal. Wir haben uns gefickt, all eng. Oh,
Hat gut von alle Seiten, hat gut Buffe, ja, den Slang. Hat du den Übungen auf seinem Schwanz gemacht, und du gerufen werden müsste, ma Escort. Warte mal, danke! Weil das mit der Dallen, du bist in der Dallen, wie beim Limbo. Aber was ist eigentlich mit der Plastikwaffe? Es sind Hexens an der Dallin, wo seine Freundin auch mehr leid. Der Vater kommt mal kein Limbo. An die einzige Person, wo den Dach Plastik dabei hat, hat er den Freundin, und zwar sein Dildo. Und du bist ein nervös Blut, an der Ton hat Prozent. Wie viel Schwanz bläst ein T-Rex seine Freundin am Dach? 100 Prozent. Fecken den Mann, Deck elegant. Packe mein Dick aus der Box an die Bitch back zu stand. Drecken den Decken heran über mein Gunner. Gehen den Vater mein Tag an den Mond, weil die Deck nicht schlecken kann. Im geht direkt slash Black Dress. So geht und du denkst, wer der Batman. Ficken den Mom auf der Badfash. Du denkst, Vater, so ein Bad, der Brester, dein Badfash. Time hat Comedy für die Battle Life. Kannst du ja doch doppelt zahlen. Ja, fick den Mom, dick elegant, packe mein Dick aus der Box an die Beach weg zu stand. Dreckende Dick in der Röte, mein Gott, dicke Dinger fett an mein Dick an den Mund, weil die Dick nicht schlecken kann. Ihm geht direkt slash Black Trash, so gut an die Dings für den Batman. Fick den Mom mit der Batfash, du denkst, Fettag zum Wetter, presst dein Batfash. Du Fettzeig, schwabbel Time, man. Komm mal zu der Jury. Wen hast du nächste? Okay, ich hab das. Das ist der Rieschi, das muss ich dir. Respektiert alle, die sich meinen. Yo, no mercy, I'm building. Decaying Spear, one love vampire. That's the rule, high level. Komm mal zum Jerjai vom Bandana. T-Way, der Titel von so viel Blood, der Crips, der Bay, der Seite geschossen. Leider auf Anxiety, wo ein bisschen besser geschossen ist. Ich fange mit der ersten Runde und ziemlich stark von, ehrlich gesagt, von beiden Seiten, für High Level. Die erste Runde ging ich trotzdem um den T-Way, weil eben Punchlines da wären. Wir hatten ein Gespräch, vier und dem Ding geschossen. Try, probier etwas anderes, egal, du bist Bass, Wortspieler, das ist geil. Mit nur einer Zeit weiß, was Sache ist. Daraus hab ich was anderes. Zwei Tron, T-Way noch einmal, nämlich Power, war mal konstant. Als leider den Choke, ich judge nicht auf den Choke. Ich gucke auf dem T-Way sind Stärke. Ne? Ich war noch weh auch. Dritte Tron, genau dasselbe. T-Way, konstant Power, noch weh. Du hast Lines vorgeballert, 100%ig. Das so, aber den T-Way war eben mehr stark, ob das ein Battle und für mich geht ein Battle und ein T-Way. Alright. Yes, Mr. Professor gegen Mr. G, wie gesagt, echt dran. T-Way war motherfucking konstant, hat mich wirklich zum Lachen gebracht mit der Bandana. Ich hatte irgendwie den Charisma, der mich wirklich zum Platzen bringt. Ja, wie gesagt, du warst Bass, mir hat wirklich klassisch gemacht, mir hat wirklich abs anderes gebracht. Erste Round geht um die Bandana. Den zweiten Round, wait, den zweiten Round, der T-Way hat den fucking Flip gebracht. Der Flip, der war royal, der war perfekt. Und der Bandana hat, oh Gott, das gechoked, wie gesagt. Der zweite Round geht um den T-Way, der war einfach konstant, auch proper, wie gesagt. Dritte Round, Bandana hat die Kapazität, mit meinem Publikum zu spielen und verschiedene Spieler ranzubringen, die eine MCs in der Battle League noch nicht brüchten. Und das, ich nehme den Punkt dafür, mehr. Der T-Way war einfach fucking präsent, real Punchlines. Und ich muss so was sagen, als du warst motherfucking based, du entertainst mich all Chaos, mal seit dem Anfang, mit der T-Way war halt wirklich imbattable. Das ist aber viel gesüßt, ne? Null. 0,0. Hallo. Was das ist das? Wegen Maul, ja, mir guckst du schon an, du bringst Riege, weißt du, wo nicht stimmen, das wird gefeuert. Du fängst so blindert, weißt du, das ist auch mein Lachen.
Immer noch die Jury. Der Battle ist schon entschieden und an der ersten Runde muss ich sagen, auch wenn das der vierte ist, dass man mehr RTL oder so, wie das sie nachher einfach Sachen, die rankommen, dafür gehen ich hin, die ich schon. Mit die zwei Tronen, also du trotz den Schock, wo mir die ganz lean Sachen aber ganz gut gefallen haben. Du, also du kennst es knapp, also du gibst es nach knapp und ihm gehen, also mehr an der dritten Runde, du hast aber den T-Way. Die Fuhre aufgeschossen. Dann mehr Punkte für den Tiere. Techne. Okay. Gewinner von diesem Battle, den allen online Champ, Matosch gibt Kommentar im T-Way. Yo, wir sind neu um der Battle League, das war der Titelmatch, Bandana ist schon leider fort. Sitzen wir mal am Allen, am neuen Champion von der BLL, T-Way. Was siehst du zu dem Match? Was war das, was da erwartest? Was ist das zu sehen? Ich will in der ersten Runde ein bisschen viel raus, gut, dass du nächstes Mal singen Spitz könnt. Und ich finde persönlich gehofft, dass du sein Style ein bisschen umfriemelt, dass du vielleicht immer draschen durch den Buschwatz. Ich fand, da war eine Idee, schien, wo du halt stark dran hast. Das ist halt schien, wo stark viel. Ja. Aber das hat nicht drüber rausgegangen. Das hat wirklich an dem Stil geblieben. Voilà, das finde ich ein bisschen traurig, das hat vielleicht mehr können rappen und voilà. Also, weil die erste Runde ist schon die erste Runde ziemlich ausgeglichen fand. Aber dann der zweite und der dritte war einfach, du hast dahin gemäht, weil man kennen, Power geliefert, kein Choke. Und in der zweiten Runde, ich meine, du hast hier in der nächsten Choke. Was hast du in dem Moment gedacht? Hast du gedacht, okay, lohnisch oder was, was denn nicht sicher? Wie ist also, das? Schon verschiedene Kollegen von mir gesagt, dass sie immer sicher werden choken, weil er wird einfach so vom Bauch gefühlt, dass ich vielleicht nicht ready für den Challenger, dass ein bisschen mit dem ganzen Hype da zu schnell kommen muss und dass er einfach ob ihm wohl zu viel wollt. Und ich habe gesagt, die werden choken. Und Leute wie Leoni, also mein Privatkollegen, die nur aus der Battle League sind, die wissen, dass ich das gesagt habe und dann tut sich bewahrheitet. Weil Leute vielleicht, wohl vielleicht einfach zu viel, weil einfach jemand zu gierig und wohl zu viel auf einen Keier und das hat wahrscheinlich nicht gebracht. Yeah. Aber es war schon ein bisschen, weil ich meine, wenn er nicht gechockt hat für das Ding, nur auch eng Ausgang. Das ist das erste, nicht sein Stil, ich feiere ihn persönlich auch. Und wenn die Leute so nehmen, muss sein, du, ich fand ihn nicht, er muss das machen, was ihn fehlt. Und wenn die Leute das feiern, dann soll er das auch weitermachen. Und das ist auch sein, wie gesagt, sein Stil. Was wollte ich noch so zum Backen? Du hast ja gemerkt, dass die Leute auch viel Comedy gemacht haben, dass ich wegen durch, weil er ist ja aber. Sie sind ja ein bisschen miral in der Weh, wie gemerkt, das Kurs war ziemlich schätzig, was du andere ging, oder? Ich bin ja ganz ehrlich, wo ich hier komme, sind nicht erwartet, dass drei Fails von den Leuten gegen mich sind. Ah, ja. Das ist mir scheißegal, weil ich meine, wenn du in den Battle gehst, da gehst du nicht wie. Du willst schon dem Publikum gefallen, so nicht so wie die Melodie, da man zuerst denkt, dass ich mache, dass wir zum Ende vor. Du willst auch irgendwie schon bestätigt, ein Gewissen hat, aber es ist genug von. Aber auch wenn die mega yeah Lacher sind, einfach mal, dass dann nicht Leute aus bei dich kommen, okay, das ist wirklich krass gemacht. Ja. Und das hat den Anfangsfuhr schon eigentlich gefühlt, wenn du von mir rauskommst. Dann will ich selber nicht mehr. Das macht der Publikum. Ah ja, mein Publikum. Und ich bin eben selber, du machst die Raschen, okay, ihr werdet wahrscheinlich den Squad dabei, was ja auch der Fall war. Aber ich meine, es ist schon eine Menge Erfahrung, also das bringt mich nicht mehr aus dem Konzept, das ist mir scheißegal. Ja, du schwätzt gerade nur Erfahrung. Du bist ein von den Engine, das habt ihr aber auch in Deutschland ein Kerl. Aber du hast aber schon drei Battles in Deutschland durchgemäht bei Don't Let the Label You. Und du geht es ja richtig weiter, oder wie geht das weiter? Mal zu Lützeburg, ich bin ja schon gleich auf der Battle League gesagt, gerade muss ich mal den Gage noch fahren. Aber ich denke, das ist nicht direkt für die nächste Battle League. Du hast Le Fans von anderen Battle League weltweit kennen, selbst wie Compliments Battles oder Bad Boss Battles oder selbst wie Shuffle Marlo Tegan fantastisch gemacht und ich habe Lust, etwas Neues zu machen, was Leute nicht kennen, für ein bisschen auf der Kultur, für der Battle Kultur ein bisschen etwas Neues zu bringen. Und Deutschland natürlich geht da natürlich auch weiter. Da kommen wir mal in den Drecks, habe ich in den ganzen Füßchen. Kommen wir mal so die Serie gehen, wo ich mal ein bisschen mehr seriös geht. Und was das alles bringt, sehen wir halt nächstes Jahr, 2016. T-Way. Wer da bleibt immer Battle Rap noch mal. Natürlich, aber die werden. 2016 werden wir schon sicher holen. Tipptopp. Naja, ich meine, das war für den Novent, war wirklich cool. Ich meine, die Leute waren noch zufrieden.
Dick sieht geschwind die Videos, ne, du hast gerade gesehen. Und voilà, ich meine, wir sind dann noch Eddie und wir sehen uns bis nächstes Jahr. Peace.